Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Heute mal wieder mit einem besonderen Veranstaltungstipp hier aus dem Studio. Und dazu haben wir ein paar flauschige Gäste eingeladen. Denn bei uns sind jetzt Manuela Kahl und Gabriele Grab vom ersten deutschen Edelkatzenzüchterverband e.V. Hallo. Hallo. Frau Grab, Sie haben sich bei uns gemeldet und jetzt heute zwei wunderschöne Beispiele für Katzen mitgebracht, weil wir eine internationale Rassekatzenausstellung in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg durchführen. Und wann wird die stattfinden? Am 17. und 18. September. Jeweils von? 10 bis 17 Uhr. Und da gibt es was genau zu sehen? Was passiert bei so einer Rassekatzenausstellung? Da ist eine internationale Jury, bestehend dieses Mal aus 4 Richtern. Deutschland, Finnland, Polen und Frankreich. Und dann wird jedes Tier einzeln zu den Richtern gebracht und die bewerten die Tiere. Schauen sich an, ob die Fellqualität, die Fellfarbe, die Ohrenstellung, die Augenstellung, die Augenfarbe, Schwanzlänge, ob das alles okay ist. Und die besten Tiere werden dann zur Best in Show auf die Bühne geholt. Best in Show, das ist ja wahrscheinlich auch das Interessanteste dann für Besucher. Um welche Uhrzeiten findet das an den beiden Tagen jeweils statt? Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Okay. Und wie viele Katzen gibt es da so ungefähr zu sehen? An beiden Tagen 300 Katzen. 300 Katzen, liebe Zuschauer. Und wir haben schon Probleme, hier zwei zu bändigen. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein paar lustige Eindrücke geben. Eintritt kostet das Ganze auch, aber das ist durchaus erschwinglich, habe ich gehört. Nämlich 6 Euro Eintritt. Und es gibt auch noch Ermäßigungen für Kinder, für Schüler und für Rentner. Das sind dann jeweils 2 beziehungsweise 3 Euro. Richtig, ja. Genau. Und wie kommt man denn drauf, einen Edelkatzenzüchterverband zu gründen? Der Verband existiert schon viele, viele Jahre. Und es gibt auch mehrere Verbände in Deutschland. Und unser ist der einzige, der der Weltorganisation FIFA angeschlossen ist. Es ist eben ein Hobby, ein schönes Hobby, macht viel Spaß. Und wir fahren auch bundesweit zur Ausstellung, auch ins benachbarte Ausland, Polen, Dänemark. Man lernt ja auch viele andere Katzenliebhaber dabei wahrscheinlich kennen. Jetzt haben wir hier zwei besonders schöne Beispiele auch sitzen auf dem Tisch. Im Moment sind sie brav. Was sind denn das für zwei? Das ist ein Bengalkater, Cheyenne, 2 Jahre alt und kastrat. Ja, mein Beileid, Kleiner. Und daneben haben wir ein etwas flauschigeres Modell. Ja, das ist eine Perserkatze, Emily. Sie ist auch kastriert und sie ist 4 Jahre alt. Emily. Emily guckt manchmal so ein bisschen grimmig, das hat aber die Rasse so an sich. Ja, sie ist ganz lieb. Das täuscht. Ja, und wenn Sie nicht nur 2 Katzen sehen wollen, sondern 300, dann merken Sie sich das vor, liebe Zuschauer, am 17. und 18. September jeweils von 10 bis 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Okay. Und da gibt es dann einiges zu sehen für Katzenliebhaber. Richtig. Ja, ich bedanke mich, dass Sie 4 uns besucht haben und ich denke, wir werden mit unserem Drehteam dann auch nochmal vorbeischauen. Würden wir uns sehr freuen drüber. Jo. Schönen Dank. Dann sehen wir uns dann. Dankeschön.